junger Mann. Dankeschön. Ich bin gespannt, wo kommen Sie denn her? Ich komme aus dem Irak. Ja? Und wie alt sind Sie? Ich bin 23 Jahre alt. Ah, mitten im Leben, ein junger Kerl. Was haben Sie im Irak gemacht? Ich habe studiert ein Jahr. Und ich habe ein bisschen gearbeitet. Vermisst, also. Ja. Man weiß nicht, wo sie sind. Vermisst, ja, eigentlich. Denkst du, dass sie auch im Gefängnis noch gekommen sind, oder? Ja, ich glaube, und ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Und getötet vielleicht auch noch? Ja, die sind vermisst seit eigentlich 5 Jahren. Okay. Ja. Das ist schlimm, ja. Ja, muss man viel denken darüber. Ja. Ja. Das Krieg ist... Ja. Hat viele Probleme gemacht eigentlich. Und das vergisst man ja auch nie, weil es ein Stück deines Lebens. Ja. Aber deine Eltern? Vergisst man niemals. Nee, niemals. Das bleibt immer im Kopf, ja. Ja, und ich habe Kontakt mit meiner Familie ein bisschen. Super. Und ich mache gerade Ausbildung hier in Deutschland von Siebdruckmedientechnologie bei VKF Rensel. Und ich arbeite auch bei VKF Rensel und ich mache Deutschkurs. Und ich spiele Fußball bei Super. 26 Bochum. Oh, das ist gut. Das klingt, als ob du sehr gut integriert bist hier. Du machst sehr viele Sachen in Deutschland. Aber ich habe Probleme mit Kopf. Ich habe ein bisschen anstrengend, weil früher viel passiert. Ja. Das man kann nicht vergessen. Genau. Und so weiter. Ist das dann nicht viel zu viel, eigentlich die Ausbildung zu machen? Ist viel zu viel für den Kopf, doch, oder? Ja, macht richtig anstrengend. Man kann nicht schlafen. Und immer... kriege ich Kopfschmerzen und so weiter. Kannst du besser nur arbeiten? Ja. Ist besser und später. Ich will besser nur arbeiten und Fußball spielen. Ja, Fußball spielen ist schöne Entspannung. Vergisst man eben alles. Aber das machst du ja auch öfters. Super. Dankeschön, Frau Lifting. Ja, das freut mich. Ciao. Ja, ich will noch mal eben wissen, deine Geschwister hast du.